Okay, seltene Elemente werden aus den Ressourcenfächern unter ihren Füßen gezogen. Aber einige werden knapp. Ich spüre, wie mich heller Licht einengen und ihre Aufmerksamkeit auf mich richten. Silikat wurde dem Prozessor hinzugefügt, sie haben keine eindeutigen Auswirkungen. Erfordert Kohlenstoff. Ernsthaft? Raumschiff nicht in Reichweite. Ach Mann! Oh! Auf einmal Tag? Läuft? Können wir kurz das abbauen? Oh, da drüben hat es noch Blut. Guck mal einer an. Plutonium, Plutonium. Und ein Zappergerät. So. Uiuiui, hat keiner was mitbekriegt. Sehr schön. Brauchen wir Kohlenstoff wieder. Wie viel haben wir jetzt? Genügend. Gut, dann gehen wir noch kurz zurück. Fragen nach. Ich hoffe, wir können auch noch was machen. Du musst mir merken, was der nicht von uns will. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, wir reden jetzt kurz mit dir. Korvax-Konvergenz. Faszinierende Reisender. Korvax. Meine Präsenz der Lebensform etwas neugierig gemacht, sie stumm schwach, um anzudeuten, dass sie offen für nicht elektronische Kommunikation ist. Um Units bitten, um Heilung bitten, um ein neues Wort bitten. Oh ja, das wäre lieb. Lebensform ist einverstanden zu helfen. Oh, zum Glück, danke. Atlas! Juhu! Und hier haben wir auch noch eine neue Technologie wieder. Pff, Leute, das... Oh Gott. Übel. Isotop. Was war das nochmal? Ah, Units wird auf unser Konto geladen. Sehr schön. Du baust nur unser Schild auf. Ne, 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 haben wir ja. Was? Bist du verrückt? Guck mal das an. Weißt du, wie viel das ist? Mädel. Drüben steht nicht unser Schiff und noch andere Sachen, die wir entdecken müssen. Geht's da rein? Nein. Wo geht's denn da rein? Achso, da hat keine Ausdauer mehr. Okay. Ich will doch nur einen Eingang. Zum Teufel. Müsst ihr mal alles verstecken? So, Plutonium. Ah, da ist der Eingang. Sehr schön. Und zum Glück auch ein offener. Dankeschön. Neue Technologie wieder entdeckt. Verlängert. Ja, brauchen wir Iridium und anderes Zeug noch. Was, alles, was wir nicht haben halt. Da kann man nichts machen, da kann man auch nichts machen. Da brauchen wir da irgendeinen Pass. Da geht's nirgends lang. Kohlenstoff wieder ein bisschen was gekriegt. Kann man da was machen? Nö, liegt nur ein Tablet rum. Oh, ja. Ich stehe beim Terminal und beobachte ein Signal von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Das Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 2738 2382 3827 8273 logischerweise. Ich entdecke einen Ort in den fernen Sternen. Okay, geil, ganz richtig. Juhu, da regnet. Freut mich das. Mach auf. Du bist da hin. Hallo. Oh. Guck mal, sicher. Oh Gott, wie kann ich ihn übersehen, Baby? Verzeih mir. Ja, ich weiß. Ich laufe zu viel. Aber das ist ein Oh Gott, Wissenstein. Jetzt geh mal weg. Station gelernt. Endlich. Neues Wort wieder. Ey, ihr glaubt nicht, wie riesig das ist. Ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll. Es ist einfach nur abnormal pervers groß. Wir machen nochmal eins noch kurz. Wir laden mal hier schon alles hoch. Ne?
So. Okay, wir haben alles hochgeladen hier. Jetzt gehen wir zum Schiff noch nicht zurück. Wir müssen noch kurz da rein, wenn ich es richtig weiß, ne? Da haben wir noch nicht gelootet. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Tschüss! Oder doch? Da waren wir schon drin. Plutonium. Hey, das ist... Ich komme mir gerade, ehrlich gesagt, im Spiel total überfordert vor. Ich sag's, wie es ist. Doch, da waren wir schon drin, oder? Ach so, das war's ja. Du mit den 12. Nee, 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 nee. Ja, doch, da waren wir schon drin. Können wir ja mal reden? Aha. Was labert der? Reisender, Korvax-Konvergenz. Ack. Und Treibstoff bitten. Treibstoff? Die Lebensform ist einverstanden zu helfen. Juhu! Kohlenstoff. Oh, super. Dankeschön. Gut, dann fliegen wir jetzt weiter und suchen erstmal die Monolithen da ab, hätte ich gesagt. Ich mag es, diese Sprache zu lernen. Ich finde das so faszinierend gerade. Der eine ist nicht gleich da unten, den anderen war gleich neben der Basis. Es ist so pervers, was man einfach mal schön zu übersehen kann. Aber so, ja, zack, YOLO, ne? Kann man landen hier? Ja, das ist okay. Das war in Ordnung von der langen Sequenz her. So, aber eins jetzt mal kurz. Jetzt müssen wir auch mal schön nachschauen. Hier alles wieder aufladen. Nimm mal dich als Kohlenstoff. Da haben wir dich voll. Du bist voll. Dann, wie sieht's mit dir aus? Bisschen Plutonium. Plutonium. Tamium. Ja, das Plutonium ist gerade das, was er so frisst, ne? Aber der Rest ist vollkommen in Ordnung. Guck mal, wie viel Steine es hier wieder gibt. Oh, ich liebe es. Oxide haben wir gelernt. Ich denke, wir lernen immer andere Wörter. Da ist es wahrscheinlich unabhängig, was wir finden. Segnen. Unterbrechung. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so unwichtig. Oder wichtiger, wie viel wir schon können, um mal die richtigen Antworten zu geben. Vergangenheit, Tod, Reisender. Ein Kind steigt aus dem Monolithen. Es dauert einen Augenblick, ehe ich merke, dass ich das bin. Ich sehe sorglos und unschuldig aus. Der Kleine starrt auf meinen Exo-Anzug und versucht mich durch mein Visier zu erkennen. Das Kind fängt plötzlich zu weinen an und klammert sich an meine Knie. Es fleht mich an, nie wieder zu gehen. Es möchte nicht alleine sein. Ich soll für immer hier bleiben. Wir sollen wieder vereint sein. Wieder eins sein. Oha. Vergangenheit ist unser Tod. Wir beruhigen es und gehen dann. Ich hoffe, das ist richtig. Das Kind versteht es. Wir umarmen uns. Es hinterlässt mir ein Geschenk. Yes! Gott, zum Glück haben wir so viele Wörter. Korvax hat sich verbessert und wir haben wieder ein Wort gelernt, oder? Oh, sehr geil. So, wenn sie so dunkelgrau unterlegt sind, dann haben wir alles gelernt bei denen. Können wir hier noch irgendwas abscannen? Oh ja, den Baum hier. Den haben wir schon. Ja, den haben wir auch schon, also, aber es ist einfach zu weit weg, um zum Scannen. So, abheben wieder. Muss mal lang, hier lang. Ah ne, da drüben war gleich das nächste. Oh, dieses Entdecken. Ihr glaubt nicht, wie geil das ist. Also wenn ihr auch so einen Deckerdrang habt oder euch solche Sachen gefallen, dann kann ich es nur wärmstens empfehlen. Hallöchen! Gibt es eine Landeplattform hier? Nee, aber wir können hier mittendrin landen. Das war gut. Zwar jetzt. Du bist ein Mongo. Ja, natürlich ist Landbereich nicht frei, wenn du noch 20 Kilometer weiter fliegst. Du Horst. Ja, jetzt, ich wollte schon sagen, jetzt haben wir eine Runde mit dem Vogel. Warum langsam wieder Plutonium? Das geht jetzt Plutonium schon aus. Ich
so, es ist... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Überall ploppt Sachen auf. Wir haben zu viel entdeckt. Ah! So, Kinders, also... 30 Jahre später, wir sind der Planete komplett erforscht. Wir machen weiter bei Folge 95.768. Zwischenzeitlich machen wir schon 12-Stunden-Folge, ne? Nickel, halt die Fresse, Mann. Ich fordere noch Nickel. Geht interagieren, Gesundheit auf Maximum. Kann ich noch was rausnehmen? Oh, wollen wir das Vereinspass? Oh Mann, Spiel, das ist gemein. Was gibt's da drüben? Hier ist noch Material zum Looten auf jeden Fall. Plutonium. Gut. Oh, wieder ein Krakra-Helm. Das ist gut. Kann man gleich wieder verticken. Ich hoffe, da gibt's eine Handelsstation hier. Achso, nee, warte mal. Lass das Licht mal an. Sonst entdecken wir das selber nicht mehr, wenn es mal dunkel wird. Oh, ich dachte schon, wir müssen was aufschießen. Das hätte mir jetzt aber das Herz bluten lassen. Was haben wir hier? Neue Technologie entdeckt. Ah, dieser Querschläger. Ah, okay. Cool, cool, cool. Guthabenstransfer 667. Besser wie nix. Isotop. Konto wieder eingezahlt. Interagieren. Hui! Interagieren. Hui! So blöd. Stühle drehen. Yay! Und hier können wir noch was machen. Tepizia Zara Antenne. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacke, kann ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. 2, 6. Wartet mal. 24. Ich überlege gerade, nach welchem Muster ist es jetzt sortiert? 1, 2 verdoppelt sich. Dann haben wir auf 6, das wäre mal 3. 6, 4, 6 mal 4 ist 24. Jetzt brauche ich mal kurz einen Taschenrechner. Weiß man mal nicht mal 1, die 120 geteilt durch 24 sind 5. Einmal 2 sind 2, 2 mal 3 sind 6, 6 mal 4 sind 24, 5 und die 120 mal 6 dann. 720 wären es dann. Von der Logik her. Notrufkoordinaten lokalisiert. Yes! Oh, ich liebe Mathematik, habe ich schon erwähnt. Oh, ist sowas, das finde ich ja saugeil. Oh mein Gott, es wird niemals aufhören mit der Suche hier auf dem Planeten oder dem Entdecken. Ich gebär noch Kinder, Leute. Das ist so krass. Warte mal, sind das mehrere Gebäude oder ist das eins? Ich glaube, das war eins. Ach so, ja, da kannst du ja nicht mal rein, wo geht. 2 Minuten 11, da würde ich vorher ganz kurz hinfliegen. Parallel wollte ich noch kurz auffüllen. So, dankeschön. So, ja, da ist es okay, da kannst du landen, mein Freund. Unentdeckt. Ja, das hat sich gerade erledigt. Ist jetzt entdeckt. Dank mir. So. Wie Inventar voll. Ach nee, wir haben so noch einen Stock dabei. Ja, ja, aber jetzt wieder, ne? Jetzt haben wir wieder hier Platz. Energiekanister. Sehr schön. Jetzt müssen wir kurz noch was bauen. Und zwar dich wieder. Ach so, ich nutze meinen Speicher da. Okay, mein Fehler. Ja, das andere hat ja nicht hier, weil er zugedeckt würde dann aufgehen. Sehr gut. So, jetzt haben wir dich auf jeden Fall. Rein wieder mit uns. Hatsching. So,
Warte, rum im Sack. Da vorne ist es. So, und runter. Ja, mit dem Landen, naja, ein Abschätzen haben es noch ein bisschen, aber ist okay. Gott, schau, was wir alles finden. Wir haben eigentlich mal Zink oder sowas langsam erlebt, ne? Nickel. Ich glaube, das gibt es vielleicht nur in tieferen Gefilden. Ich weiß es nicht. Im Gedanken hat zumindest wäre es logisch. So, einen Tag gehen wir mal wieder mit dir. Hä? Was? Wie? Ich hab dich schon? Da muss ja aber noch irgendwo was sein, wenn es uns noch angezeigt wird. Mrs. Roney. Ja, ja, entspann dich. So. Was ist denn schon wieder drin? Ja, ich weiß, danke. So. Ja, müssen wir doch Material verkaufen langsam. Das ist echt übel. Zink hätte ich aber gern. Müssen wir uns auch Anzug nicht demnächst wieder auffüllen. Warum wirst du uns angezeigt zum Henker? Ist mir gerade egal. Warum wird uns das noch als aktiv angezeigt, wenn wir nichts machen können? Wir können an dem nichts machen, können an dem nichts machen. Ich check's nicht. Oh, das ist ein Bug. Ich hoffe es nicht. Ich war schon so schwer enttäuscht davon. Das ist drüben wird uns auch angezeigt, aber das haben wir auf jeden Fall. Weil es nicht so grau hinterlegt ist, bei dem anderen fehlt uns irgendwas wahrscheinlich. Oder auch nicht? Doch, weil die leuchten nämlich, ne? Ja, also ich meine, euch hätten wir auf jeden Fall, ne? Weil ihr leuchtet, ja, ja. Da kann man nichts machen. Warum ist es da hinten? Fehlt irgendwas. Da ist noch irgendetwas. Aber was? Wo ist denn? Nee, es wurde jetzt auch lila angezeigt. Ach, du bist doch ein Arsch. Ich glaube, das ist relativ, ne? Wisst ihr was, dann fliegen wir mal in die Ecke darum. Da gibt's noch so viel. Aber vorher holen wir uns, glaube ich, das Signal hier, ne? So, da haben wir noch ein Fragezeichen, darf man nicht vergessen. Gerade frissendeckt, ne? Wow! Darf ich kotzen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hast du es geschafft. Na super. Wo war das jetzt? Drehen. Langsam. So, jetzt nochmal rum im Sack. Wir hatten hier doch gerade irgendwo. Ach, da unten ist er doch. So, machen wir die Landung bereit. Jetzt. Jetzt kann er's. 2 Stunden entfernt. Uiuiuiui. So, wo ist das Türmchen? Hä? Will nochmal ein Fragezeichen. Das bringt mir herzlich wenig. Ich will gerade den Turm haben.
Meine Fresse. Ah, da oben. Na super. Oh, joi, das gibt es einen Weg. Ah, da. Ja, Jetpack lade ich mal auf. Wir scannen hier mal kurz zwischenzeitlich. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Scheint aber nicht so. Warum finden wir kein Nickel, kein Iridium und so ein Zeug? Ist auch zum Kotzen. So, mal gucken, was der Wegpunkt uns sagt. Der Beacon. Das Fragezeichen auf jeden Fall da unten, da werden wir hinreisen. Fortgeschrittene Lebensform mit der Der Weg runter zu ist immer einfach, das finde ich immer recht witzig. Hui! Autsch, okay, es tat weh. So, ein bisschen abfedern, abfangen. Ah, das ist aber, das ist eine geile Aussicht, ne? Da unten ist eine... Eisenoxid, mehr nicht. Schade. Ja, das sieht aber auch richtig gut geparkt aus. Ja. Danke. Warte mal, da war ein Fragezeichen. Wo war das nochmal? Ach, da drüben war's. Genau. Weil das wollen wir uns nicht, sonst vergessen wir das. Würde mir nicht gefallen im gleichen Zug. Ja, es soll es ja nicht raus. Es soll es nur, genau, hier bleiben. Wäre lieb. Dankeschön. Und na, kann man nicht jetzt dann gleich elegant landen, hoffe ich, soweit. Zip. Ja, das mit Landkünsten geht auch langsam. Vor allem können wir jetzt unseren einen Chip loswerden, den wir vorhin gebaut haben. Diesen Übergangschip oder was das, wie das Teil nochmal heißt. Unentdeckt. Ja, lässt sich ändern. Warte mal kurz. So. Und zwar forschte mir bitte nach Monolithen erstmal. Den Rest haben wir soweit einiges gefunden. Da drüben also. Sehr schön. Ah. Plutonium. Da drüben. Ah, stimmt da. Fragezeichen. Aktivieren zum Speichern. Was wir gefunden haben. Sup. Praktisch. Dann gehen wir rein. Finden. Nix. Bin enttäuscht. Bin enttäuscht. Oh, aber hier finden wir das Enzyklopädie. Bevorstehend. Gelernt. Gut. Dann haben wir hier noch. Multiwerktechnologie wieder. Mhm. Könnten wir bauen. Könnte sogar nicht mehr verkehrt sein. So. Strahlenfokus. Nachladebeschleuniger. Schadensdingenskirchen. Starke Sigma, Laserschaden des Bergwurstschalls im Kampf wird erhöht. Verringert die Rückstoß des Blitzwerfers. Nachladebeschleuniger. Strahlenfokustau. Schnellerer Bergbauprozess bei ressourcenreicheren Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnelleren Elementenabbau aus Kristallen, Felsen, Planeten, Vegetation. Ja. Bauen wir doch mal. Plasmawerfer. Ist aufgeladen. Dann vielleicht noch ein bisschen mehr Damage. Generell Bergbau, Strahlprozesse bei Ressourcen, reicheren Materialien. So. Wir brauchen nicht mehr so viel looten. Wir brauchen einfach mehr Material raus. Läuft.
Alter Schwede, chill dich. Boah, guck mal, wie schnell das geht. Geil. Achso. Ups. Achso, das können wir eh nicht mehr übertragen. Müssen wir das Material verkaufen. Aber wartet mal, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt hier gehen? Cool. Macht sogar Löcher. Geil. Terramium. So, wo war unser Schiff? Schiff? Ach, da. Dann gehen wir da drüben jetzt zum Monolithen hin. Ich weiß gar nicht, was mir... Oh Gott, ob euch das so gefällt, gerade wie ich spiele. Es ist gut, okay, ich muss damit klarkommen. Es ist halt... Es ist ein reines Entdeckungsspiel irgendwo. Ich bin da auch... Lass mich da gerade sehr, sehr gern mitreißen, muss ich sagen. Was das ganze Entdecken und so weiter angeht. Es ist einfach so... Ihr seht das selber, wir sind die ganze Zeit immer noch auf dem gleichen fucking Planeten. In EGS wären wir schon 20 Mal drum geflogen. Muss man so sagen. Ist an sich gerade ziemlich, ja, ein bisschen arg monoton, aber muss ich dazu sagen, es kommt ja noch Material hinterher, so ist es ja nicht. Wir werden auch später Basen bauen können, da wird man auf jeden Fall einiges an Ressourcen benötigen, da bin ich mir sicher. Warum bist du jetzt grau hinterlegt zum Teufel? Weil will ich schon haben. Alter, die fressen! Nein, da drüben ist eben nicht hinterlegt. Das ist doch merkwürdig. Wisst ihr was? Dann fliegen wir jetzt einfach mal darüber, weil da waren wir noch nicht. So. Ankunft, Rettungskapsel, Unterschlupf. So, noch ein bisschen fliegen und ran mit uns. Stellenweise habe ich keinen Überblick irgendwann mehr. Oh doch, da schienen wir schon gewesen zu sein. Oder nicht? Das ist nicht niedrig, das geht noch gut. Vor allem sind wir jetzt ja daran, dass wir hier nämlich noch gar nichts gelootet haben. Das Volkern waren wir hier auch noch nicht. Achso, X. Können wir irgendwas auffüllen? Ach so, ja, stimmt. Hier. Ich auch noch gehört. Ach so, das ist ja dann. Schildsplitter möchte ich jetzt nicht aufladen. Bist du verrückt? Brauche ich ja noch. Isotop, nichts gefunden. Gesundheit auf Maximum. Ah, cool. Sieht ja cool aus für so eine... So, machen wir wieder hell. Okay. Ist klar, wir hatten sowas ähnliches schon mal. Was können wir hier jetzt machen? Wiederkehrender Nutzer-Identifizier-Terminal ist aktiv. Fortsetzung des Datenprotokolls zur Analyse freigegeben. Ich erblicke die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exosanzuges und beeinflussten meine Wahrnehmung. Ich habe meine Filter jetzt schon 6 Mal gereinigt, aber ich kann es immer noch spüren. Okay, machen wir mal. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde hinterlassen, das mir auf meiner Reise hilft. Jetpack-Technologie. Jetpack verfügt über verlängerten Schub Dingenskirchen. Okay. Oh, da ist noch was zum Looten. Eines verstorbenen Reisenden. Das heißt, auf jedem Planeten gibt es auch eine kleine eigene Geschichte für einen Monolith. Erwachen. Sehr schön. Och.
Es ist einfach zu groß, das Spiel. So, vorwärts. Ja, du brauchst wieder Plutonium, ich weiß. Wir sollen jetzt mal langsam was farmen. Soll mal raus ins All? Was haltet ihr davon? Da waren wir aber schon. Warum wird er uns... Ich raffte es nicht. Wenn wir Molyten gefunden haben, sollte man den eigentlich... Und man hat sie komplett ab... oder entdeckt und alles richtig gemacht. Sollte man doch eigentlich theoretisch... das auch so machen, dass man das nicht mehr angezeigt werden, weil es bringt ja eben nichts. Da waren wir definitiv aber noch nicht. Dann geh doch hier runter, wenn du nicht landen kannst oder willst. Du kleiner Vogel, du. Hatten wir dich schon, du bist grau. Ja, du bist grau hinterlegt. Ja, die hatten wir schon. Puh, hat aber gut gereicht. Hinweg war ein bisschen entspannter. Wisst ihr was? Wir müssen eh ins All raus. Alt, runter, ich hab das entdeckt. Alt, hier, guck mal, mal fast übersehen. Ach, mit dem hat das Pass. Können wir irgendwas übertragen? So, jetzt haben wir den Tarplatz frei. Ein Krakerhelm, alles hat sich gelohnt. Okay, wir müssen raus ins All jetzt, definitiv. Wartet. Genau, noch Plutonium kurz farmen, sehe ich gerade. Das liegt nicht da. Ah, ist doch noch auf zu schießen. Wenn hier schon Plutonium rumliegt, würde ich es auch gern mitnehmen. Da drüben hat es auch noch was. Holen wir uns kurz. Oh, guck mal, hier liegt ja auch Plutonium rum. Und Emeril, ah. Wir können später auch irgendwann mal noch mit Terraforming betreiben. Ich glaube, da brauchen wir... Achso, das müssen wir jetzt noch bauen können, ne? Da fehlt uns noch Material dafür. So, Riel, Eisenoxid. Ach Mann. Vor allem, aber hier gibt es irgendwie kaum Lebensformen, ist mir schon aufgefallen. Auf dem anderen Planeten, auf Steel Boogie natürlich. Hat uns ins Auge gefasst jetzt, oder? Warum waren da gerade die Augen dran? Aber hier irgendwie voll der tote Planet. Oh, wir sind auf der falschen Seite, das kann natürlich auch sein. Okay, dich haben wir. Haben wir dich eigentlich auch? Wartet mal. Kämpfe auf dem Ding landen, ziemlich voll cool. Ich glaube, wenn Sachen so weit weg sind, können wir die jetzt gar nicht analysieren. Weil wir Basen bauen können später, wird das bestimmt voll geil. Müssen wir kurz nochmal näher ran. Nö, kannst du gar nicht analysieren. Okay, gut, dann halt nicht. War das der? Ja, okay, war der. Gut, ich dachte gerade, wir hätten was übersehen zum Analysieren. Ja, ja, ist auch okay, ist auch okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, wir reisen... Oh, nee, wir reisen noch nicht weiter. Wir müssen ja kurz die ganzen Sachen hier hochladen. So. Gibt's hier noch etwas zum Uploaden? Nein. 3500 Units erhalten. Ja, das ist...
leichter Geld verdienen ist eigentlich damit, dass wir herkommen und die Sachen, sag mir, dass die Sachen herkommen und, abgestürztes Schiff? Oh, das können wir uns noch kurz geben. Sachen gut handeln, würde ich mal sagen. Unterschlupf. Abgestürztes Schiff, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wir brauchen allerdings noch eine Weile, bis wir da sind, ne? Wenn wir jetzt ein Stück höher fliegen, geht es dann schnell? Ah, ne, geht's nicht. Nein, 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 wir fliegen schon ziemlich nah an der Atmosphäre. Wir brauchen jetzt aber nicht wirklich ernsthaft 20 Minuten, bis wir dort sind, oder? Oh Gott, Kinder, also jetzt müssen wir uns auf eine Reise einstellen. Wir sollten aber den Boden immer noch ein bisschen beobachten. Nicht, dass wir irgendwelche Monolithen übersehen. Würde mich jetzt stark ankotzen. Ja, jetzt sehen wir nämlich mal, wie groß die ganze Kiste hier ist. Ach du heilige Blöre. Halt! Was war das? Was bist denn du? Ich glaube, hier ist nichts. Ansonsten ist nur so ein komisches Zeuggedöns. Material. What the hell are you? Wir gehen gleich weiter, aber da hat es noch irgendwas Unentdecktes. So wie es aussieht. So. Wieder Herstellungspunkt. Oh, da brauchen wir so einen Chip. Oh, das trifft sich aber gut. Da schenke ich nicht mehr gerne welche her dafür. Wenn wir irgendwas frei hätten. Ah! Dann können wir zumindest hier schon mal kurz markieren, was wir ihn gefunden haben. So. Tunnelwälder gefunden. 14.08.2016 und 14.17 entdeckt. Sehr gut. So, was gibt's hier? Nix. Ach, die Idee stabilisiert sich gleich wieder. Keine Sorge. Oh, Enzyklopädie ist sehr schön. Technologie gelernt. Und Schnellfeuertau. Reduziert die Abklingzeit zwischen den einzelnen Blitzwerferschüssen zusätzlich. Aluminium, was soll ich denn noch herkriegen? Verzweifel, gib Geld. Hallo. Ach, geht's mir auf Maximum, okay. Wir müssen raus ins All. Könnt ihr vergessen. Ich krieg sonst hier nichts hin. Ich hab ein zu volles Inventar. Wartet mal, wir haben noch Plutonium am Start. Achso, ja, haben wir auch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Feuer. Frage, wo ist die Raumstation? Ach, da vorne ist sehr gut. Halt, 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 anvisieren. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Feuer. Und mit Fast High Speed rein. Fast High Speed, wie gesagt. So, zip, und wir sind drin. Ich denke mal, wenn wir die Schusswaffen dann noch mit Energie versorgen müssen und so Sachen. Oh Gott, da würdest du ausflippen irgendwann. Ja, Galaxienkarte im Weltraum M drücken. Das machen wir alles noch. Jetzt erstmal abwarten, gucken, was da alles markiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem das abgestürzte Schiff würde ich gerne wissen, was da abgeht. Halt, 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 halt. Hat Schiffi irgendwas an Bord? Nö, nichts Wichtiges. Das meiste haben wir ja, das ist gut. So, das nehmen wir rein. Wir sind ja eh schon Best Friends, ne? Ich muss hier noch kurz handeln. Zip. Willkommen auf der Forstromatik des galaktischen Marktes. Inventar verkaufen. Alles. Nein! So, oh ja, ist nicht so schlimm. Das kann weg, das kann weg. 60. Plutonium wird nicht verkauft.
Energiequelle mit höher Kapazität für effizienten Energiespeicher in den Inventar des Exodus-Raumschiffes. Nee, er verkauft sie mal zwei. So. So, dankeschön.